Frau Bundeskanzlerin, stellen Sie sich doch nur mal eine Sekunde vor, die ganzen Zeitungsberichte, die Sie gelesen haben über das Verhalten des Verteidigungsministers, trügen nicht den Namen zu Gutenberg, sondern vielleicht Trittin, Lafontaine, Gabriel. Stellen Sie sich doch nur mal vor, was Sie gesagt und gedacht hätten, wenn das nicht Herr zu Gutenberg wäre. Dann wissen Sie, wie weit wir hier inzwischen weg sind von Recht und Gesetz, das für alle gelten soll. Dann wissen Sie das. Ehre, Ehre, Pflichtgefühl, Recht und Anstand, das sind Begriffe gerade für den Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, für die Bundeswehr, die von großer Bedeutung für ihn sein müssen. Nichts davon findet sich im Handeln Ihres Ministers. Frau Bundeskanzlerin, was soll Ihre seltsame Bemerkung, Sie hätten einen Minister und keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter berufen? Spielt eigentlich, das frage ich Sie, der Charakter eines Menschen bei der Berufung in Ihr Kabinett für Sie keine Rolle mehr? Keine Rolle?